Dein persönliches Kopfkino. Musketiere. Irgendwie hat er was von Danny DeVito. Wer ist das? Frag lieber, was ist das? Und wo ist die Fernbedienung? Aber das ist doch laut genug. Rose, ich glaube, Ma möchte die Fußball-Weltmeisterschaft sehen. Na klar, 22 Kerle sind besser als einer. Bevor ich nicht weiß, wer das ist, wird nicht umgeschaltet. Jetzt ist er weg. Oh. Ja, und jetzt bin ich hier. Ah. Ja, guten Abend. 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 Das ist ja ein verwirrender Moment gewesen. Ich höre Stimmen. Ich kann sie alle einschätzen. Ich weiß, Golden Girls sind hier. Sie sehen aber gar nicht so aus. Ach, also jetzt, haben wir aber doch das schon. Das hätten wir machen können. Ja, wir sprechen sie ja auch nur. Ja. Die Synchronstimme. Ja. Können wir mal, wer ist denn jetzt bitte wer? Damit ich mal... Ja, raten Sie doch mal. Oh, da komme ich doch mal was. Nee, da kommt da drauf. Ja, also, wir werden mal so fragen. Wer bin ich wohl? Na, lieber Blanche. Ah, hey, meine Mutter. Und wie heißt die? Ah, ich komme völlig durcheinander. Bitte. Bitte. Ja, und ich komme aus St. Olaf. Ach, das ist. Ah, da wollte ich auch gerade herkommen. Ja, und da wollte ich Ihnen ein Flötenschnücken mitbringen. Halt die Klappe, Rose. Also, das scheint ja ein Betriebsklima zu sein, was sich direkt auch in die Synchronstimmen durchgeschlagen hat. Trotzdem würde ich gerne mal aufgeklärt werden. Also, da sitzt. Das ist Sophia. Und mit wirklichem Namen. Barbara Rattay. Barbara Rattay, willkommen. Sie sind. Blanche. Ja. Ursula Sieg. Ursula, willkommen. Ich gucke etwas über die Brille, weil bei mir das Auge tränt. Ich bin. Aber nicht wegen meiner schlechten Sendung, oder? Nein, tatsächlich. Ich habe dich gesehen und schon waren die Augen hinüber. Ich bin Beate Hasenow und ich bin Dorothy. Ja, mein Kind. Ja. Und last but not least, ich bin die Rose. Und bin eigentlich Verena Wied, mit einer ganz normalen... Ja, ich wollte auch sagen, das klingt doch ganz anders. Sagen Sie mir schnell was zu den Produktionsverhältnissen. Also Sie synchronisieren die Serie. Wie viele Stunden oder Tage brauchen Sie für eine Folge? Für eine Folge? Wir machen immer vier Folgen in sieben Tagen. Sowas, ne? Mhm. Ja. Ja. Acht können wir sagen. Je nachdem, wie viel wir quatschen. Und Sie vertragen sich untereinander auch so gut wie die vier Ladies. Wir lieben uns heiß und innig, so aber wenn Sie jetzt fragen, ob wir auch zusammen wohnen, machen Sie das Nein, das fragt uns jeder. Na, das will, die erste Frage. Wohnen Sie auch zusammen? Ja. Ja. Oder wir haben alle eine schöne Wohnung und fühlen uns da wohl. Da würde ich wahrscheinlich auch eine Vollkrise kriegen, oder? Ja. Als WG-Mitglied bei allen Vieren. Also Sie gehen in schon Sterne... Umschichtig geht das doch. Wir haben alle Doppelbetten, so. Ach, ist das nicht. Aber wir freuen uns immer, wenn wir uns wiedersehen. Ja. Also wirklich, es ist wie ein Familientreffen. Genau. Ja, aber schreiben Sie denn auch zum Beispiel an den Texten? Nein, nicht ein Wort. Nein, das dürfen wir. Unser Regisseur, das der macht auch die Bücher schreibt. Das macht Henrik Thielmann. Und der schreibt auch die Bücher. Und wir halten uns da raus. Und er macht das ganz fabelhaft. Wir müssen ihn wirklich loben. Das ist toll. Er ist auch auf die Idee gekommen, dass wir die Stimmen also etwas mehr auseinandernehmen. Das ist ja im Original gar nicht so. Das wollte ich fragen. Ja. Wie ist es im Original? Normal. Wir übertreiben etwas, sagen wir mal so. Ja, richtig. Geben damit der gesamten Sache noch eine besondere Würze. Ja. Deswegen komme ich auch drauf, ob Sie mitgeschrieben haben. Die einzig Normale bin ich, wenn Ihnen das was sagt. Normal nennst du dich? Ja. Ich habe geahnt. Aber der Ablauf nochmal, Sie wurden ja richtig ausgesucht und gecastet. Theater war das. Ich wurde in Berlin zum Beispiel angerufen zu einem Probesprechen in Hamburg. Und dort kam ich hin, waren mehrere ältere Damen da. Und ich dachte mir, okay, wir müssen mal sehen, was das ist. Und komme ins Studio und sehe Sophia. Und ich soll da drauf sprechen. Da denke ich, na, also, wie soll das gehen? Wird nie was draus. Also habe ich gedacht, das kannst du nur so machen. Ich will meine Pommes frites haben. Ja. Und die Stimme war es dann.
gut. Das war's dann, ja. Sie alle machen ja nebenbei oder hauptsächlich, je nachdem, wie man das sehen will, eigentlich etwas anderes noch. Mhm. Sie sind alle Schauspielerinnen. Mhm. Einmal das. Ich habe das immer nur so nebenbei gemacht. Aber ich habe es sehr gern gemacht. Aber es war viel schwerer als heute. Also wir saßen auf so einem Zahnarztstuhl, furchtbar hoch, und wir durften uns überhaupt nicht rühren. Also wenn wir den Kopf so machen, nein, du bist im Schatten und sowas. Das sagt mein Beleuchter aber auch immer. Ich hätte einen, aber das meint er vielleicht anders. Vor allen Dingen durften wir nie runtergucken. Also es war wahnsinnig schwer. Es heißt, es ist Fernsehen und kein Rundfunk und hier wird nicht abgelesen. Und auch wenn man 100.000 Namen hatte, die musste man, und da war man so aufgeregt, das war manchmal ganz teuflisch. Wirklich, muss ich sagen. Beate. Ja. War viel schwerer. Sie haben Kabarett gemacht. Auch, ja. Filme, was machen Sie jetzt aktuell neben Ich gehe am 1. August, setze wieder auf. Ich wollte nur mal zeigen, damit Sie auch wirklich Augen haben. Ich sehe Sie. Ja, Sie tränen. Schau mir in die Augen. Sie schauen mir in die Augen, Kleiner. Nein, ich gehe. Den möchte ich gern mal spielen. Ich möchte gern mal Humphrey Bogart spielen. Aber ja, das lässt man uns ja nicht. Ich würde die Bergmann geben. Ja, das ist wunderbar. Nein, dann bitte doch Ingrid Bergmann. Nicht Elisabeth, ach, das ist ja die Bergmann. Ja, das ist schön. Pointe versammelt, aber okay, das ist okay. Also schön, wir könnten das doch mal umgekehrt spielen. Das wäre nicht schlecht. Das wäre doch also, übrigens, das, lass mich das RTL, eine Sache... Das machen wir. Eine Sache würde ich ja gerne noch klären. Was? Schnell noch, was Sie machen und was Sie machen, damit wir durchkommen, diese Vierergruppe. Ich habe auch den Beruf, ich bin auch Schauspielerin, habe hauptsächlich also sehr viel Theater gespielt in Hamburg, war auch mal in Berlin, auch mal in München. Habe auch ein bisschen Ferni gemacht und so, aber ich bin nicht prominent in dem Sinne. Und mache jetzt Synchron und das macht mir sehr viel Spaß und ja. Das reicht. Ja, reicht, ne? Ich spiele Theater auch, habe viel gespielt in Berlin, habe Kabarett gemacht mit Hallervorden, damals noch, als er dieses die politische Kabarett gemacht hat. Ja, literarisches Kabarett gemacht, Chanson gesungen. Eins frage ich mich, wo Sie alle vier hier sitzen, warum gibt es keine deutschen Golden Girls? Wir brauchen einen Schreiber. Brauchen wir. Wir brauchen einen, der das schreiben. Ja, wir würden meine gerne. Damen, wenn Sie bitte folgendes Vertragswerk hier unten rechts zunächst mal unterzeichnen können. Ja. Ich hätte auch schon einen Sendetitel. Ich würde sofort schreiben. Na, wir können das schreiben, die vier von der Zankstelle oder... Ja, Zank? Nö. Nee. Nein, wir oder sind nicht so Zank. Die Rüstigen... Doch, rüstig die, macht so alt. Ja, also bitte. Noch rüstig sind die oder nicht. Die Flottenalten. Wollen wir es nicht Villa Abendrot nennen? Das ist eine neue Serie.